Die grösste Herausforderung im Abfallrecycling sehe ich, dass man den Abfall überhaupt erst gar nicht entstehen sollte. Die AVAG verarbeitet 340'000 Tonnen Abfall pro Jahr und davon werden ca. 360 Tonnen pro Tag in der KVA thermisch verwertet. Die Schweiz ist mit 700 kg Abfall pro Kopf und pro Jahr Spitzenreiter, wenn es um die Entstehung von Abfall geht. Dank dem, dass die Schweiz gute Abfall- und Recycling-Systeme hat, ist der entstehende Umweltschaden verhältnismäßig gering. Hier sehen wir jetzt den Elektrofilter, der grosse rechteckige Kasten. Da werden bis zu 99% von allen Staubpartikeln abgeschieden, die in der Verbrennung entstehen. Aus dem Köder, den wir hier verbrennen, erzeugen wir Strom, Dampf und auch Fernwärme. Die AVAG ist nur da, wo sie heute ist, dank guten partnerschaftlichen Beziehungen und innovativen Lösungen. Und das sind auch Werte, die Impact Gstaad vertritt.